Ja, meine Damen und Herren, guten Morgen auch von unserer Seite. Wir werden also versuchen, das ein oder andere Geheimnis jetzt zu lüften. Wie wir bei uns in Graubünden zu einer einheitlichen digitalen Geschäftsverwaltung gekommen sind oder besser gesagt dabei sind, dieses Ziel zu erreichen. Ich hatte den Eindruck jetzt beim vorhergehenden Vortrag, das passt wunderbar. Ich habe da sehr viele Anknüpfungspunkte gesehen. Vielleicht zum Warmwerden ein paar Bilder. Das in der Mitte verweist aber auf die Challenge, in der sich unser ganzes Projekt bewegt. Wir haben also auch Identitätsschwierigkeiten. Wir haben 200.000 Einwohner, aber 17% des Schweizer Territoriums. Wir haben 150 Täler, 101 Gemeinden und drei Amtssprachen. Wir haben 4.000 Personen ungefähr in der Verwaltung, je nachdem, wie man zählt, 65 Dienststellen. Sind aber von unseren Ressourcen her eher klein mit, ich glaube, etwas mehr als 1000 Vollzeitäquivalenten, ja, schön wäre, Stellenprozenten. Das heißt, wir haben eine gewisse Herausforderung. Wir spielen sozusagen Teil souveräner Gliedstaat mit den Ressourcen eines Kommunalarchivs. Und das bedeutet eben auch, dass wir beide, die wir hier stehen, für die Überlieferungsbildung und die Records Management Beratung in der gesamten Landesverwaltung verantwortlich sind. Wir werden heute schauen, wie wir ein einheitliches Geschäftsverwaltungssystem einführen in vier Abschnitten. Der erste könnte auch heißen, die Herausforderung. Es geht nämlich vor allem um das Umfeld, in dem sich so ein Produkt bewähren muss. Dann wird Florina Kamenisch was zur Projektorganisation, zum Ablauf sagen, ebenso wie zu dem allgemein interessierenden Thema, wie funktioniert die Aussonderung, die Ablieferung. Und zum Schluss werde ich noch versuchen, die Erkenntnisse, die Lessons learned, ein bisschen zusammenzufassen. Genau. Also, Herausforderung besteht vor allem darin, dass wir in einem sehr, sehr vielfältigen Umfeld tätig sind. Die Kultur und auch die Aktenführung der einzelnen Dienststellen ist sehr, sehr unterschiedlich. Zugleich ist aber auch von den gesetzlichen Grundlagen her klar, dass die Verantwortung für die Aktenführung bei den einzelnen Dienststellen liegt. In jedem Amt, in jedem Departement, jeder Dienststelle muss es eine Person geben, die für die Aktenführung verantwortlich ist und das in der Regel nebenamtlich. Zum Beispiel steht unsere Aktenführungsverantwortliche neben mir. Es ist sehr, sehr unterschiedlich, wie diese Rolle besetzt ist. Das kann von Spitzenbeamten runter durch die gesamte Hierarchie gehen und vor allem aber ist das Problem, dass die Leute das nicht hauptamtlich machen, sondern nebenher. Das heißt, die verfügbare Zeit ist die große Herausforderung und die traditionelle Autonomie der Dienststellen, die sicherlich auch kulturell der traditionellen Autonomie, zum Beispiel auch der Gemeinden entspricht, bedingt, dass man nicht top-down entscheiden kann. Dekrete helfen nicht, sondern man muss die einzelnen Dienststellen einbinden. Unsere Arbeit als Vorfeldarbeit ist zum großen Teil auch Diplomatie. Genau. Ich glaube, den Punkt kann ich relativ kurz halten. Die Kolleginnen und Kollegen aus Chemnitz haben da schon Andeutungen gemacht. Die Pfeilablagen, muss ich, glaube ich, nichts zu sagen. Dann haben wir solche Kollaborationsplattformen wie Teams und so weiter, die uns, so praktisch sie sein mögen, für die alltägliche Arbeit in Dienststellen natürlich gewisse Sorgen bereiten, weil da mit Sicherheit Ablagen außerhalb von den vorgesehenen Systemen stattfinden, die auch nicht den gesetzlichen Anforderungen genügen. Das ist sozusagen ein Kampf, der kontinuierlich weitergeht. Dann haben wir die Fachanwendungen im Bundesdeutsch-Fachverfahren. Auch da haben wir schon die Stichworte gehört. Es geht auf der einen Seite um Abgrenzung, wenn wir über ein einheitliches digitales Geschäftsverwaltungssystem sprechen, welche Bereiche können da nicht bearbeitet werden, müssen im Fachverfahren bleiben. Auch in der Schweiz, Stichwort Bundesapplikationen, großer Bereich, zum Beispiel Landwirtschaft und so weiter. Auf der anderen Seite geht es um Schnittstellen, ein Thema, das ja, im Verlauf von unserem Projekt sehr viel schneller, sehr viel größer geworden ist, als ich das anfangs erwartet habe. Genau. Dann ja, Papier. Wir versuchen es loszuwerden, soweit es möglich ist. Unser Ziel als Staatsarchiv, sage ich mal, ist, dass wir das wirklich auf die Fälle beschränken, mittelfristig, wo es aus rechtlichen Gründen zwingend erforderlich ist. An den gesetzlichen Grundlagen ist sich im Begriff, etwas zu ändern in Graubünden. Das heißt, schauen wir mal, wo wir in 10 Jahren stehen. Aber ja. Also, ich glaube, im ersten Beitrag war von 100 bis 200 Laufmetern die Rede, die noch übernommen werden im Jahr. Das ist bei uns auch so. Und dann haben wir hier, also eher am 200er Ende, dann haben wir hier eben das Logo von der Firma CEMI, die unser Geschäftsverwaltungssystem anbietet. Das ist unser Partner in diesem Projekt und
Dieses Produkt ist schon seit etwa 20 Jahren mit verschiedenen Vorgängernamen im Einsatz, auch sehr unterschiedlich in einzelnen Dienststellen, von sehr intensiv bis rudimentär und nur für bestimmte Dinge. Was man auch sagen muss, ist, diejenigen, die schon seit Jahrzehnten damit arbeiten, sind nicht zwingend im Vorteil, die Dienststellen, weil die, sagen wir mal, entstandenen Aktenführungstraditionen nicht immer den heutigen Anforderungen entsprechen. Genau. Hier vor schönem Hintergrund noch ein paar Jahreszahlen. Man sieht also, dass man im Verlauf der zweiten Hälfte des, ja, der 10er Jahre dahin gekommen ist, das Ganze, was man hat, das CMI verbindlich zu machen. Und bei aller Vielfalt ist das eine klare Vorgabe. Es gibt einen Regierungsbeschluss. Ja, und die Umsetzung, der Vollzug des Regierungsbeschlusses unterliegt gewissen Herausforderungen und obliegt uns, zusammen mit Kolleginnen von der Standeskanzlei im Amt für Informatik. Dazu wird Frau Kamenisch gleich noch ausführlich was sagen. Genau. Ja, dann haben wir hier das Produkt. Das ist ein Screenshot aus dem GEVA-System, also GEVA-Geschäftsverwaltung, so sagt man in der Schweiz zu diesen Systemen. Die Features, um die sich das dreht, sind der Registraturplan hier rechts, die Geschäfte oder Dossiers, also Akten in der Mitte. Es hat aber auch zum Beispiel ein Sitzungsmodul, das heißt zum Beispiel, dass bei uns die Regierungssitzungen über dieses System geführt werden und wir haben die schöne Aufgabe dafür, in technisch sehr komplexer Weise Archivierungslösungen zu definieren. Das Ganze ist sehr, sehr verbreitet in der Schweiz. Wir profitieren davon. Dazu sagen wir auch gleich noch mehr, wie wir davon profitieren. Also ich glaube, 18 kantonale Verwaltungen, das Fürstentum Liechtenstein, ungezählte Kommunen nutzen dieses Produkt. Vielleicht noch als kleiner Hinweis, wir haben da eine Mehrmandantenlösung. Das heißt, wir haben über 40 verschiedene Mandanten im Einsatz, die es uns ermöglichen, aber uns auch dazu zwingen, jeweils recht individuelle Lösungen zu finden. Und wie man sich denken kann, ist das alles recht komplex, recht herausfordernd. Und zu der Art und Weise, wie das Projekt organisiert ist, übergebe ich jetzt sehr gerne an Florina Kamenisch. Ja, vielen Dank. Genau, ich werde kurz etwas dazu sagen, wie wir das jetzt angehen, oder? Wir wollen wirklich innerhalb eigentlich von 5 Jahren die digitale Aktenführung in CMI über die gesamte kantonale Verwaltung ausrollen. Das ist ein einigermaßen sportlicher Plan, wenn wir eben sehen, wir sind nur zu zweit und genau, die kantonale Verwaltung ist einfach wahnsinnig divers. Weil das so ist, haben wir auch relativ bald gemerkt, wir müssen eigentlich damit beginnen, einmal einen Ist-Zustand zu erheben. Wir müssen schauen, wie wird CMI eigentlich in den einzelnen Dienststellen bereits heute schon eingesetzt und woran liegt es vielleicht auch, dass die Dienststellen vielleicht nicht ganz so euphorisch mit CMI arbeiten, wie wir uns das aus Aktenführungssicht vielleicht vorstellen würden. Diese Analyse, die wurde wirklich mit jeder einzelnen Dienststelle durchgeführt. Wir haben wirklich versucht, diese auch mit ins Boot zu holen, damit eben das Projekt danach dann auch davon profitieren kann, was sich die Dienststellen wirklich auch wünschen. Die Analyse hat eigentlich mehreres gezeigt. Also in erster Linie mal eben sehr erfreulich. Ja, eigentlich alle Dienststellen arbeiten bereits mit CMI, teils aber eben leider in sehr, sehr eingeschränkten Bereichen. Der zweite Punkt, der sich auch gezeigt hat, also die Dienststellen kennen zwar CMI, in sehr vielen Dienststellen gibt es aber einen wahnsinnig großen Bedarf an Schulungen. Also sie kennen die Funktionalitäten eigentlich nicht genügend gut, um das volle Potenzial von CMI ausschöpfen zu können. Und als dritter Punkt, der ist für uns ganz wichtig, oder wir haben gemerkt, okay, alle Dienststellen arbeiten mit CMI, aber die wenigsten Dienststellen haben eigentlich einen wirklich technisch funktionierenden Registraturplan in ihren Systemen. Das war uns vor Projektbeginn so auch nicht so bewusst. Spätestens zu diesem Zeitpunkt hat sich dann gezeigt, oder das Staatsarchiv muss wirklich auch mit dabei sein in diesem Projekt, wenn es eben darum geht, diese Registraturpläne mit den Dienststellen zu erarbeiten. Ja. Wie sind wir eigentlich in dieser Projektorganisation verortet? Wir sind eine operative Organisation von 9 Personen. Der Lead liegt beim Amt für Informatik und bei der Standeskanzlei. Das heißt eben, wir vom Staatsarchiv sind eigentlich in diesem Lead nicht mit dabei.
Wir haben vom Amt für Informatik relativ viele Personen, eben in der Leitung, wie gesagt, jemand und dann noch 5 weitere Personen im Bereich Business Analyse. Also da gibt es jemanden, der wirklich die ganzen Projektpläne macht, den Überblick behält über das ganze Projekt. Dann haben wir 3 Applikationsbetreuerinnen, die wirklich diese technischen Weiterentwicklungen mit den Dienststellen machen, plus jemand für die Systeme und dann sind eben da noch Georg Heinzle und ich vom Staatsarchiv, um eben den ganzen Bereich mit den Registraturplänen zu betreuen. Was vielleicht auch noch interessant ist, oder wir haben jetzt hier 9 Personen, kaum jemand von diesen 9 Personen arbeitet aber 100% und auch schon gar nicht seine ganzen Stellenprozente für dieses Projekt. Also wir machen das alle quasi neben den normalen Aufgaben, die wir eigentlich sonst auch schon gehabt haben und die uns eigentlich auch sonst schon ausfüllen würden. In dieser Situation sind wir auch sehr froh, dass wir auf den Dienstleister zurückgreifen können. Also wir versuchen da auch, wenn immer möglich, gewisse Aufgaben an den Dienstleister, also an die Firma CMI, die das Produkt CMI vertreibt, gewisse Dinge auszulagern. Gut, nochmal vielleicht zurück zu zum Gesamtprojekt. Eben, wir haben gesehen, wir haben diese Ist-Analyse eigentlich durchgeführt in den ersten 1,5 Jahren. Danach folgte ab Mitte 2022 eigentlich eine Phase, wo wir versucht haben, mit einigen Piloten bereits auf diese digitale Aktenführung umzustellen und auch den Projektplan entwickelt haben, welche Dienststellen kommen denn jetzt eigentlich bis und mit 2024 der Reihe nach dran im Projekt. Das war ganz interessant von Chemnitz zu hören, oder wie diese Einteilung gemacht wurde, dieser Zeitplan für die Einführung bei den einzelnen Dienststellen. Bei uns lief das etwas anders, also da ging es nicht irgendwie um strategische Überlegungen, welche Dienststelle würde sich als Querschnittdienststelle besonders gut eignen, sondern wir haben eigentlich die Planung rein nach den Zeitkapazitäten von uns und von den Dienststellen gemacht. Also wir haben geschaut, welche Dienststelle möchte dann relativ früh im Projekt drankommen, welche Dienststelle hat auch Zeit, wann das Projekt zu stemmen. Weil eben, wir haben gehört, die Aktenführungsverantwortlichen, die sind Teilzeit, die sind nicht hauptberuflich und so weiter. Also wir müssen wie schauen, dass diese wirklich auch die Zeitslots haben, um das Projekt umzusetzen. Und so entstand dann auch unsere Projektplanung. Georg Heinzle wird am Schluss noch etwas dazu sagen, ob sich das bewährt hat oder vielleicht auch nicht. Genau. Wenn es dann eben zu diesem Projekt kommt bei der einzelnen Dienststelle, dann gehen wir eigentlich immer relativ ähnlich vor. Also wir machen relativ früh eigentlich eine Vorbesprechung, so mindestens ein halbes Jahr, bevor das Projekt in der einzelnen Dienststelle wirklich startet, gehen wir nochmal vorbei, weisen nochmal darauf hin, um was es eigentlich in diesem Projekt geht, weisen nochmal darauf hin, dass die Dienststellen eben ihre Registraturpläne selber erarbeiten müssten und dass sie sich auch entscheiden müssen, wer das jetzt konkret macht. Danach gibt es eine Phase, die ist eben relativ lang, das kann 3/4 Jahre sein, wo die Dienststellen eben wirklich Zeit haben, auch die Schulungen zu besuchen im Bereich Aktenführung, die finden bei uns statt, dazu komme ich nachher noch kurz. Und nach diesen 3/4 Jahren gibt es dann eigentlich so einen Kickoff, wo es dann wirklich losgeht, oder da geht es dann wirklich darum, dass die Dienststellen beginnen, ihren Registraturplan zu erarbeiten. Das ist immer so im Ping-Pong mit uns. Sie senden uns den Entwurf zurück, wir kommentieren ihn, sie überarbeiten ihn. Das ist je nach Dienststelle sehr unterschiedlich, wie lange das dauert und wie oft das hin und her geht und wie zeitintensiv die Betreuung durch uns ist. Am Schluss gibt es dann eben eine prospektive Bewertung durch uns, eine Freigabe durch den Staatsarchivar und am Schluss die Implementierung des Registraturplans in CMI. Zeitgleich läuft dann immer bei der Dienststelle eben auch noch die technische Weiterentwicklung von CMI. Das heißt, wenn Sie besondere Wünsche haben, was CMI können sollte in einem bestimmten Fall, wird das auch zeitgleich umgesetzt bei der jeweiligen Dienststelle. Wir haben hier noch so ein bisschen eine Rückschau gehalten. Wir haben festgestellt, die Projekte dauern 1 bis 1,5 Jahre in den einzelnen Dienststellen. Das mag relativ lang wirken. Aber eben hat auch damit zu tun, eben, dass die Dienststellen wirklich ihre Kapazitäten eigentlich einteilen können sollten und wir ihnen diese Zeit auch geben möchten, dieses Projekt möglichst gut umzusetzen. Ich habe vorhin den Bereich Schulung erwähnt. Wir haben relativ schnell auch festgestellt, oder wenn wir eigentlich den Dienststellen zumuten, dass sie ihre Registraturpläne selbst erarbeiten müssen, müssen wir sie in dem Bereich auch schulen, gerade weil sie eben nicht hauptberuflich Aktenführungsverantwortliche sind.
Wir haben diese Schulungen als eine Eintagesschulung konzipiert. Wir haben dann auch eben halbjährlich diejenigen Dienststellen aufgeboten, die dann eigentlich relativ bald danach im Projekt drankommen, einfach um möglichst zu gewährleisten, dass sie das Know-how früh genug erhalten einerseits und andererseits, aber dass es auch noch nicht zu lange her ist, wenn das Projekt dann startet, also dass sie dieses Know-how noch präsent haben. Gleichzeitig haben wir auch Vorlagen und Hilfsmittel erarbeitet, hatten wir bis zu diesem Zeitpunkt eigentlich auch noch nicht so ausführlich. Da ging es hauptsächlich um das Merkblatt zur Erstellung des Ordnungssystems, des Registraturplans und eben auch so eine Mustervorlage, die wir hier in Auszügen sehen. Ja, das ganze Investment in den Bereich Registraturplan und die digitale Aktenführung in CEMI sollte natürlich schlussendlich auch irgendwie aus unserer Sicht dazu dienen, dass die Unterlagen in einer schönen Form zu uns kommen. Bei uns ist es so, dass wirklich einzelne Dienststellen bereits aus CEMI abliefern, besonders die Dienststellen, die bereits relativ lange mit CEMI arbeiten und auch ältere Daten im System haben. Diese Ablieferungen machen wir im Wissen, dass noch nicht alles ganz perfekt ist mit dieser Ablieferungsschnittstelle. Für uns war es aber wirklich wichtig, diesen Meilenstein der ersten produktiven Ablieferung einmal zu erreichen, um den Dienststellen auch das Signal senden zu können. Es lohnt sich, dieses Investment, das sie jetzt tätigen in die Registraturpläne und so weiter, die dient wirklich, das funktioniert mit dem Lifecycle der Unterlagen. Und wir wissen auch, dass das andere Archive anders sehen. Die finden, diese letzten Mängel müssen behoben werden, bevor es eine Ablieferung geben kann. Ja. Diesen Punkt verstehen wir auch, wir machen es einfach etwas anders. Wir versuchen aber eben auch nur aus diesen Bereichen auszusondern, wo uns diese noch bestehenden Fehler eigentlich nicht tangieren. Das heißt, wir liefern hauptsächlich Dossiers aus Registraturplanpositionen ab, die sehr einheitlich sind, die keine Bezüge haben zu anderen Dossiers, zu Sitzungen, zu anderen Mandanten und so weiter. Wie das in der Praxis aussieht, hier ein kleines Beispiel. Das ist eben ein Beispiel von solchen gleichförmigen Verfahrensdossiers. Da haben wir eine erste Ablieferung gemacht. Da wollten wir eine Auswahl übernehmen von 77 Geschäften, haben das auch gemacht. Da sehen wir auf der entsprechenden Registraturplanposition ist eben Sampling hinterlegt und eben, dass wir jedes 20. Geschäft plus die besonderen Fälle gerne übernehmen würden. Da generiert man dann so eine neue Aussonderung, muss aktuell noch händisch dieses Sampling vornehmen. Einer der Kritikpunkte, den wir noch haben, das ist relativ mühsam, wäre schön, wenn das automatisch ginge. So sieht es dann aus, wenn man diese Auswahl vorgenommen hat. Die grünen Dossiers werden abgeliefert, die roten Dossiers werden gelöscht. Anschließend wird das SIP erzeugt und bei uns auf die Fileablage geschrieben als ZIP und aus dem Ursprungsmandanten werden die Unterlagen dann gelöscht. Gut, dann würde ich gerne nochmal an Georg Heinzel zurückgeben für unser Fazit. Ja, danke schön. Lessons learned. Ganz kurz, ja, doch, liegt noch gut drin, wunderbar. Also, wir sind ja noch nicht fertig, aber wir sind mittendrin und wir haben einige Dienststellen jetzt doch schon durch und einige kommen noch. Ich glaube, ein Zwischenfazit können wir durchaus ziehen, das wollen wir versuchen. Grundsätzlich hat das ganze Projekt für uns trotz der enormen Arbeit, die es uns macht und der unbestrittenen Tatsache, dass wir in einer Investitionsphase sind, was unsere Ressourcen angeht, jetzt schon großen Mehrwert. Zunächst mal ist klar, dass wenn die Aktenführung in der gesamten Verwaltung verbessert wird, professionalisiert wird, einheitlichen, mehr oder weniger einheitlichen Regelungen folgt, dass das schlussendlich auch eine bessere Überlieferung bedingen wird, ganz davon abgesehen, dass vernünftige Aktenführung auch sonst angenehm ist. Wir als Staatsarchiv haben einen sehr viel tieferen Einblick in die Aktenführung der Dienststellen als jemals zuvor, weil wir sehr intensiv mit den Leuten arbeiten. Und das ist auch hier der dritte Punkt, ein bisschen an Stärkung, Vertrauen und Kooperation, Dienststelle, Archiv. Ja, das ist so. Man kennt sich jetzt, man vertraut sich, die Zusammenarbeit ist in allermeisten Fällen sehr gut. Und da werden wir aufbauen können, auch wenn das Projekt beendet ist und ganz grundsätzlich intensiver und professioneller zusammenarbeiten können. Das ist ein sehr, sehr positiver Effekt. Also viel Zeit gut investiert. Genau. Auch ein positives Outcome ist, dass wir als Archiv sehr viel sichtbarer sind innerhalb der Verwaltung. Und sind wir ehrlich, das wird auch dazu beitragen, hoffen wir, dass ein gewisser PR-Effekt sich einstellt und am Ende des Tages wir mehr Stellenprozente bekommen.
on verra, wie der Franzose sagen würde. Klar ist aber auch, dass wir innerhalb der ganzen Verwaltung das Thema besser platzieren konnten. Nicht nur haben die Aktenführungsverantwortlichen Kenntnisse und sind ermutigt, sie weiterzugeben innerhalb ihrer Dienststellen, durch die Schulungsformate, die jetzt verstetigt worden sind. Also die Schulung, von der wir vorhin gehört haben, ist im Rahmen des Projekts entstanden, ist jetzt eine reguläre Weiterbildung vom Personalamt und die erste Ausgabe im Frühjahr ist ausgebucht. Also bis jetzt hat es funktioniert. Das heißt eben, dass wir persönliche Kontakte, wie schon vorhin gesagt, stärken mit den Dienststellen, aber auch die Aktenführungsverantwortlichen untereinander, das heißt auch die Dienststellen untereinander, kommen ins Gespräch über das Thema, aber in einer, wie wir hoffen, von uns inhaltlich gelenkten Art und Weise. Jetzt komme ich bei meiner Sandwich-Kritik zum Belag, wenn man so will. Es hat sich gezeigt, dass die Bedarfsplanung, von der wir vorhin gehört haben, besser hätte laufen können, wenn die Dienststellen vertiefte Kenntnisse vorher besessen hätten. Das ist irgendwie die Aussage von dieser Folie. Und das also wäre was, ja, sozusagen, wenn ich jetzt nochmal so ein Projekt von vorne beginnen würde, gell, würden wir sagen, mit dem Thema Schulung und das Thema bekannt machen, würde man einsteigen, bevor wir anfangen, uns zu überlegen, wer was wann macht. Das leitet direkt über zum nächsten Thema. Hier sehen wir die Grobgliederung unserer kantonalen Verwaltung. Oben haben wir die Departemente, das entspricht einem deutschen Bundesland im Ministerium. Darunter die Ämter wäre im deutschen Bundesland oberste Landesbehörden. Und wie wir schon gehört haben, ist die Projektplanung nicht bedingt durch strategische Überlegungen und durch die Frage, wie sind diese Dienststellen im Verhältnis zueinander, sondern im Prinzip allein durch Ressourcenplanung bedingt worden. Das führt dazu, dass wir in vielen Fällen nachgeordnete Behörden zuerst bearbeiten, bevor wir zu den übergeordneten Departementen, Ministerien kommen. Das bringt zwei Probleme mit sich. Erstens, da, wo die Dienststellen untereinander Unterlagen austauschen, sind die Registraturpläne zu unterschiedlich. Zweitens haben wir Probleme bei der Bewertung, Stichwort Federführungsprinzip. Das heißt, Learning besser oben anfangen. Dann jetzt zu was Positivem. Austausch mit Dritten. Das hat sich im Verlauf des Projekts verstetigt, von einem eher informellen Rahmen dann zu einem immer mehr organisierten, der auch mittlerweile mitorganisiert wird vom Lieferanten. Das ist Punkt 2, das hat Frau Kamenisch ja auch schon angesprochen, dass wir also sehr im Austausch sind. Mittlerweile ist es so, dass sich die aus CEMI archivierenden Archive zweimal im Jahr treffen, und zwar in einem Forum, das von der Firma CEMI organisiert wird. An der Stelle herzliche Grüße an die Kolleginnen und Kollegen von CEMI, die online zuschauen. Schließlich haben wir noch themenübergreifende Austauschformate, die dann einen etwas größeren Scope haben. Da sind dann anders als bei den hier bei dem gelben und dem blauen Dings, sind bei dem violetten dann nicht nur die Archivare und Informatiker dabei, wie das da typischerweise der Fall ist, sondern hier dann auch vor allem Vertreter der jeweiligen Staatskanzleien. Das heißt, da geht es dann vor allem um projektorganisatorische Sachen, etwas größerer Scope, meistens online. Lohnt sich, aber vor Ort lohnt sich auch, weil in der Schweiz gibt es ja meistens noch ein Glas Wein. Stichwort Apero, die Schweizer kennen das. Ja, dann letztes Learning vielleicht, Ablieferung gemeinsam, das klingt integrierend und ist es auch und bedeutet eben, dass die Dienststelle und das Staatsarchiv gemeinsam an einem Online-Termin das SIP erzeugen. Warum machen wir das, wo es doch theoretisch bis zu einem gewissen Grad automatisierbar wäre? Es hat sich gezeigt, dass die Ablieferung als solche, wir haben ja vorhin die Screenshots gesehen, relativ komplex ist. Jeder Klick muss sitzen, man muss das können, man muss darin geübt sein. Und für uns ist das Alltag, wir testen ja auch ständig. Aber für die Dienststellen ist das ein Fall, der nicht unbedingt jede Woche mehrfach auftreten sollte. Das könnten wir nicht bewirtschaften, sondern das ist was, was nach vielleicht einmal im Jahr, vielleicht zweimal im Jahr, wenn es hochkommt, passiert. Und es ist besser, das gemeinsam zu machen. Das bedingt für uns, dass wir ein paar zusätzliche Termine haben, hat aber auch den schönen Nebeneffekt, dass wir beim metaphorischen Kistenpacken dabei sind. Also ich glaube, alle, die hier sitzen, kennen das. Ja, ja, wir liefern ab, dann kommt eine Kiste und es ist was vollkommen anderes drin, als man sich das vorgestellt hat. Ja, das war leider nicht mehr da, dafür habe ich das noch gefunden. Diesem Effekt kann man vorbeugen, indem man dabei ist. Genau, also im Moment machen wir das so. Eine weitgehende Automatisierung ist natürlich eine Vision, aber ich glaube, im Moment sind wir noch nicht in der Lage, da eine Vorhersage abzugeben. Schauen wir mal. Ja, vielen Dank. Wir freuen uns auf Ihre Fragen.
Ja, vielen Dank, Herr Heinzle, Frau Kamenesi. Gibt es Fragen? Oh, jetzt. Ich nehme erstmal den kurzen Weg. Oder beziehungsweise die Frau Simon. Das ist wunderbar. Ja, guten Tag, Bernd Knitti, Landesarchiv Nordrhein-Westfalen. Ich habe mich in Ihrem Vortrag wiedergefunden, weil wir eigentlich vor den gleichen Problemen und Herausforderungen stehen und auch die gleichen Schritte und Erfahrungen in der Behördenberatung gemacht haben. Dass wir festgestellt haben, dass die Schriftgutverwaltung in den Behörden schon so weit verloren gegangen ist, dass wir da zuallererst ansetzen müssen, bevor wir irgendwelche digitalen Systeme einsetzen können. Die Frage, die sich uns gerade stellt, wir arbeiten ja auch in solchen Projekten, wir sind auch gerade mitten im Rollout eigentlich im Land. Wir fragen uns, hat diese Form der Behördenberatung eigentlich ein Ende? Also ist das eine Projektsache oder arbeiten wir oder denken wir darüber nach, das langfristig zu machen, einfach weil die Fluktuation in den Verwaltungen so hoch ist und dieses Wissen irgendwie erhalten werden muss. Da würde mich interessieren, wie Ihr Standpunkt oder Ihr Ziel da so ist. Danke. Ja, vielen Dank für die Frage. Also wir gehen eigentlich schon davon aus, dass das langfristig bleiben wird, oder? Und dass deshalb auch dieses Thema mit den Schulungen, die wir fortsetzen möchten, oder? Alle halb Jahr sollen auch die neuen Aktenführungsverantwortlichen die Möglichkeit haben, diese Schulungen zu besuchen. Und wir glauben auch, dass wir eigentlich eher intensiver betreuen müssen, jetzt mit Aktenführung in CEMI, als wir das vorhin mussten. Also ich glaube, da bleibt der Aufwand vielleicht minim kleiner, aber auf einem sehr hohen Niveau. Jetzt hat der Herr Kanzi eine Frage. Lammert Kanzi vom Staatsarchiv Basel-Stadt. Ich habe noch eine Frage zum Löschzeitpunkt. Hatte ich es richtig verstanden, dass ihr löscht, sobald das SIP bei euch angekommen ist, also bevor ihr es ingestiert und weiter geprüft habt? Ja. Sagen wir mal so, die kurze Antwort wäre ja. Die etwas längere Antwort ist, dass das System die Möglichkeit bietet, Daten, die abgeliefert sind, noch im System zu lassen. Für die Schweizer ECH 164 Triagemodell. Wir sind da eher zurückhaltend, um das mal vorsichtig auszudrücken. Also wir wollen, dass die Sachen gelöscht werden aus den Mandanten, sobald sie bei uns sind. Natürlich würden wir die SIPs verifizieren, aber Stand jetzt sind wir auf dem Standpunkt, dass wir da einen klaren Schnitt wollen. Ja, mal sehen, wie sich das langfristig entwickelt. Vielleicht noch eine kurze Ergänzung. Also technisch ist es so, oder man sagt bei der Ablieferung löschen, mal abgeliefert. Das passiert aber nicht automatisch direkt, sondern es ist wie dann im Nachhinein noch ein zusätzlicher Klick, dass quasi diese Löschung wirklich auslösen. Und da wäre es durchaus eine Option, oder dass wir diese Schritte entkoppeln, sagen wir innerhalb von einer Woche, dass wir noch die Möglichkeit haben, das SIP zu prüfen. Ich glaube, auf den Ingest würden wir nicht warten, weil wir da einfach Rückstaus haben, aber ist ein guter Punkt, haben wir uns so noch gar nicht wirklich in den Workflow irgendwie einbezogen. Gibt es weitere Fragen? Ah, das war eine Mikrofonrückgabe, gell? Nichts mitnehmen, bitte. Haben wir noch Fragen im Chat? Ja, es sind insgesamt 4 Fragen. Schaffen wir das noch? Oder? Ich habe angeboten, die dann im Nachhinein zu beantworten. Mach mal eine Frage. Eine Frage. Okay, dann mache ich die erste ganz kurz. Sind die Handreichungen des Stadtarchivs Graubünden zum Beispiel zur Erstellung von Ordnungsschemata online verfügbar? Die Dienststellen im Intranet ja, aber schreiben Sie uns gerne eine E-Mail. Sie werden jetzt sicher überschwemmt mit E-Mails, weil alle Ihre Handreichungen haben wollen. Der Prozess sieht sehr, sehr gut aus. Meister Dr. Peter Kötz in unseren Reihen begrüßen dürfen. Er ist jetzt vom Rathaus hierher gekommen. Ich weiß, Sie hatten vorher noch wichtige Termine, daher bin ich umso dankbarer, dass Sie